Haben wir schon. Geil. Ja, klar, das ist halt eine Simulation, ne? Das ist halt keine Kate. Mein Sohn zockt gerade hier. Auf der PS3 ab und zu mal. Gran Turismo 6. Zockt mein Sohn ab und zu hier auf meiner alten PS3. Aber ganz selten. Oh, okay. Gut. Wer keinen Bock hat auf noch einen Run, der kann dranbleiben, weil wir werden nur noch diesen einen Run machen. Müssen wir eigentlich hin? Was wir letztes Mal das gemacht haben. Was braucht man für Mama Mega? Weiß das jemand? Zwei Gold Bombs. Alles klar. Weil mit ihm normal auf normalem Wege den Gold Boss Rush zu erreichen, ist ja super assi einfach nur, oder? Also mit solchen Räumen. Noch geschossen. Glaub's ja nicht. Hi, Ned, grüß dich. Ja, mach ich. Dankeschön. Aber ich hoffe, dass ich direkt sterbe jetzt und dann brauche ich den Char gar nicht mehr zu spielen. Dann wechseln wir. Sag ich, oh, schade, verloren. Und dann holen wir uns ein neues Ziel. Oh, schade, ich sterbe. Weil eigentlich habe ich auf den gar keinen Bock. Ich wollte eigentlich einen gemütlichen Run machen. Okay, ich bin tot. Holy moly. Ja, der ist total unnötig, der Char. Bin ja nicht gestorben, alles gut. Kapi ist schon mal ganz geil. Hä, was brauche ich noch? 3-1, 3-1. Ah, ich hab alles. Ach, ich habe Curse of the Blind, deswegen. Es kommt immer auf die Tierrate an. Wenn die Tierrate hoch ist, dann nicht. Ne?
The High Priestess. Toll. Nein. Gerne anders so genommen. Ice Baby. Nah. Was brauche ich denn eigentlich noch mit ihm? Also, ich würde sagen, wir gehen Beast, oder? Ja, was muss weg? Die Bombe muss weg. Ranger. Okay. Naja, egal. Ist aber okay. Die Range war echt nicht gut, ne? Darf ich beide nehmen? Wäre cool. Hallo. Hallo. Ich will halt ausweichen können, deswegen snipe ich so ein bisschen. Ja, hab's gewusst. Scheiße, Mann. Hab ich den Devil Deal verloren. Naja, ist egal, ist nicht so dramatisch. Bei ihm sind halt einfach ein paar Consumables mehr. Entweder Black Hearts bei Devil Deal, obwohl die nimmst du eh nicht mit. Du gehst eh auf Angel Deals, ne, mit ihm. Yeah.
So ein bisschen sehe ich Holy Shot. Für mich. Die Bienen, ja. Aber Holy Shot ist auch strong. Spoonbender auch nicht schlecht. Eigentlich soll ich Spoonbender instant mitnehmen, ne? Spoonbender immer gut. Was meint ihr? Besser als Holy Shot, oder? Zwei Blue Hearts, zwei Red Hearts. Eine Bombe. Die Zehnermünze und ein Schlüssel. Zehnermünze, Schlüssel und Red Heart brauche ich noch. Nachdem ich den Slot Machine Trick gefunden habe. Was ist denn der Slot Machine Trick? Der Char, Tainted Cane ist immer ein starker Char. Ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Du kannst den immer, wenn du nicht gerade in den ersten Räumen stirbst, machst du den halt endlos. Ne? Du nimmst ja nur gute Items auf. Shop. Du brauchst nur mindestens 16 Münzen, auch durch Dono Machine. Dann im Secret Room gehen und zweimal Slot Machine craften. Okay, und dann kannst du endlos craften und so weiter. Aber er wird ja auch so einfach super strong, ne? Es ist ja halt unausweichlich, dass er irgendwann einfach super strong ist. Ersetzt die erste und wegen Secret Room Pool kriegst du viel bessere Items raus. Ja, okay. Bone Hearts und so weiter, ja klar. Und die Items sind ja egal, aber das, was aus den Items rauskommt halt, ne? Klar. Aber er ist ja so schon broken einfach. Er macht, ich finde nur, er macht einfach keinen Spaß, weil es einfach viel zu lange dauert. Es dauert einfach viel zu lange. Ne? Erster Save-File war super, weil du kannst ihn auf ein- bzw. zweimal durchspielen. Ne? In einer 3-4-Stunden-Session. Aber so im Großen und Ganzen macht er mir einfach keinen Spaß. Oh nein, komm schon. Aber ja, ist komplett broken, aber nicht funny, finde ich. Ja, die Runs sind zu lang. Und es macht halt keinen Spaß, weil du bist halt nur am Craften die ganze Zeit. Ist irgendwie ein bisschen lame halt. Finde ich. Und noch ist die Chance auf den Devil Deal da.
Ja! Ich da rein? Ja, mir ist das auch zu lange einfach. Ich war das letzte Mal halt wirklich nur, ich habe gesagt, okay, wir spielen jetzt und dann machen wir einmal ein Arki, ne, und machen nochmal und dann gehe ich zu Megastan und wenn ich Glück habe, geht's weiter und wenn nicht, dann halt Schluss. Ne? Schlüssel wären jetzt ganz gut. Wie gesagt, ich versuche Beast zu machen. Mal gucken, ob es was wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, der Char ist halt eh. Ne? Da musst du dir nur einfach mal Zeit nehmen und dann passt das ja. Den nehme ich so mit. Ja, hat sich ja gelohnt, itemtechnisch. Naja, eine Battery allerdings. Da kann man schon was rausholen oft. Eine Pille. Okay. Lassen wir auf jeden Fall mal liegen. Aufnehmen kann ich es eh nicht. Ich kann es nur zum Craften usen. Tractor Beam. Jetzt schon Tractor Beam. Ich sehe schon Tractor Beam und ich weiß schon, es wird Tractor Beam werden. Obwohl Tractor Beam mit Homing ist scheiße, ne? Eigentlich useless. Das ist Quatsch. Habe ich mir selbst verbaut. Boah. Das ist eigentlich auch immer ein paar Mal refreshen. Da kommen noch neue Sachen. Echt, ist das so? Wie refresht man denn? Jetzt die Rottenheart-Sachen sind nicht schon drin. Bin ich mit Controller? Steht dabei? Wo steht das denn? Refresh B. Okay. Also das halten und dann B drücken, oder was? Oh ja, stimmt. Ich sehe es. Ja, ja, okay. Können wir erstmal Guppy machen. Oh, ich kann flüsseln. Ganz ehrlich, erstmal Guppys Paw. Direkt jetzt. Brauche ich da eine Bombe für? Ja, zwei. Und eine Münze. Ist das eine normale Münze? Sieht so aus, ne? Battery, zwei Schlüssel. Eins von denen. Und das Black Card. Zwei Schlüssel, Battery und Black Card.
Zwei Schlüssel? Sind jetzt zwei Schlüssel? Ja, sind zwei Schlüssel da. Okay. Zwei Schlüssel und Black Card. Lag da drüben einfach so rum, ne? Geht okay, das andere halt kaputt. Das heißt, ich nutze die jetzt. So, können wir jetzt noch was Schönes machen hier? Jutine. Nochmal Guppy's Head machen, das bringt mir aber nichts, ne? Komm, Guppy's Tail, dann sind wir Guppy. Dann haben wir das schon mal durch. Zwei Herzen, Rotten Heart, drei Münzen, zwei Bomben. So, jetzt noch ein Rotten Heart und zwei Herzen. Werden wir zwar zugeschissen mit Kisten, aber das ist ja egal. Nämlich Backseaten hast du ja aber gemeint, das ist ja nicht schlimm. Nee, Backseat ist alles erlaubt hier. Nach 4000 Stunden Isaac kann mich da eigentlich keiner mehr backseaten, sondern das nennt sich dann für mich Tipps. So, und jetzt machen wir jetzt noch Blanket. Meat einfach, oder? Ich würde sagen Meat. Fertig. Das ist doch gut. Das ist ein Damage-Up. Ich würde auch Shielded Tears machen. Ich mach Meat. Hier normale Schlüsselbombe Pille. Ein Item Room? Doch, kommt in. Wie ein Item Room? Nee, ich hab keine Schlüssel. Ne? Kommt jetzt noch. Meinst du, hätte ich vorher machen sollen, damit ich mehr Auswahl habe? Ja. Riesig. Kein Schlüssel dabei, ne? Hier oben nochmal gucken. So, ich tausche die gleich. Ich nehme eh keinen Devil Deals. Ich gehe auf Angel Deals. My Reflection? Nee, mag ich irgendwie nicht so. Macht halt Range hoch, aber mag ich irgendwie nicht so. Ja, My Reflection und dann noch Kohle dazu. Wäre ganz cool.
Jetzt bringt es aber nichts zu refreshen. Gibt anscheinend nicht mehr. Ja, aber halt auch, obwohl mit Homing eigentlich ganz geil, ne? Ja, mit Homing eigentlich ganz geil, stimmt. 6 Münzen, Bombe, Pille. Hä? Hab ich falsch geguckt? Oh, die Pille fehlt. Mich verguckt. Beziehungsweise ich hab's falsch im Kopf mitgerechnet. Ja. Ja, muss die Bombe weg, ne? Und tut. Aber ist nur 1,8, alles in Ordnung. So, kann ich jetzt noch was machen? Nee, ne? Das war's. Okay. Dann einsammeln weiter. Doch eine ganz coole Ebene. Ah, das nehmen wir noch mit. Ah, Anschluss. Aber. Wenn ich das jetzt nehme, dann geht das kaputt. Nicht die Paw, ne? Noch Demon Baby mitnehmen. Brauche ich noch ein Herzen? Brauche ich dann noch? Bombe. Bombe, 3 Münzen und Red Heart. Warum nicht? Mal vorher noch das machen. Better Pills? Nee. Nimm Demon Baby, ist doch cool. Ja, deswegen, genau. Homing und Dings, das ist schon okay. Okay, Bombe, Keek. Brauche ich eh beides hier. Münzen. Red Heart noch. Da liegt oben beim Boss, dann haben wir es doch. Bombe kann ich noch mitnehmen, die hier im Secret Room liegt und dann geht's weiter. Ich sag aber, allein so ein Run, das ist halt immer das Schlimme. Der Run wird so lang automatisch, dass es ja eigentlich schon gar nicht mehr lohnt, einfach. Ich meine, Beast muss ich eh einmal machen, aber das ich habe ja Mega Stand schon gemacht. Das heißt, ich könnte mit dem A-Key Crafting alles machen und zum Schluss Beast. Ne? Aber ich habe halt keinen Bock da drauf. Weißt du, das ist dumm. Das ist der einzige Char, auf den ich wirklich keinen Bock habe. Deswegen, ich habe es letzte Mal so gemacht, ich habe geguckt, dass ich stark genug werde, um den Run auf jeden Fall zu schaffen. Na? Und dann, habe ich einfach das Tool ausgeschaltet und habe einfach das gecraftet, was so kam. Und zufällig kam dann halt noch der Aki zweimal. Aber ich könnte so Beast eigentlich schon fast schaffen, ne? Vielleicht merkwürdig, aber ich glaube, der Char wäre spaßiger, wenn er wenigstens ein bisschen schwierig wäre. Ja, richtig. Klar. Genau, ist einfach 15 Minuten, sagen wir mal 30 Minuten richtig durchcraften. Und dann, ne, ist halt schon durch das Thema.
Die Prämisse ist ja gut dahinter, ne? Die Idee ist ja super, aber... Ach, das war's dann auch. Ich bin jetzt so ein Freund davon. Den nehme ich mal mit. Brauche ich eh gleich. Ah, ich wollte oben noch aktualisieren. Danke nochmal. Painted. Pain to Beast. Aua. Much love für den Gorebot. Ich bin ja eigentlich jemand, der seine Runs sehr ausgiebig spielt, ne? Das kommt ja noch dazu. Okay, das ist Quatsch. Hier die Dinger rauszuholen. Oh, 2 Zehnermünzen. Für Nails. Chaos. Okay, Chaos ist scheißegal. Obwohl Chaos... kriegt man eigentlich immer... kriegt man die Consumables, kriegt man egal welches Item da ist. Es kommt auf den Raum an, in dem es droppt. Dementsprechend ist Chaos ja scheißegal. Es fehlen noch so 200 Achievements fehlen noch circa. Aber ich habe die ganzen schweren gemacht. Ja, ist raumspezifisch. Ich habe die ganzen schweren Chars gemacht. Ich muss vom Prinzip nur noch leichte Chars machen und ein paar Challenges. Alles andere haben wir durch. Passt alles. Ich hab so in 20 Minuten... Es gibt doch irgendwie... Was war das Achievement? In 20 Minuten Dings legen? Keine Münze. Minuten Lamp, genau. Ja, die gehen, ne? So, was haben wir denn? Wie mache ich aktualisieren so? Ach, guck mal. Psyfly, dann ist das auch schon mal erledigt. Das ist schon mal ganz geil. Das können wir machen. Dings muss ich auch machen. Mehr Consumables ist wichtiger als Psyfly, ne? Obwohl, ich bin ja dann schon stark genug. Ganz im Ernst. Was brauche ich denn noch mehr Consumables daraus? Obwohl, ich guck mal, ich kann beides wahrscheinlich machen. Ich mache erstmal 2 Blue Hearts. 4 Münzen. Eine Bombe. Range ist schon so hoch. Bombe, Eternal, 2 Blue Hearts. Bombe, 2 Blue Hearts. Doppelbomb. Doppelbomb. Habe ich Doppelbomb-Drop aufgenommen oder so? Nee, ne. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich trotzdem noch das andere machen, oder? Nee, die Psyfly kann ich nimmer machen. Warum? Weil ich nur noch ein Blue Heart habe, wahrscheinlich.
Boah, für die Nails. Sind die Nails so ein geiles Damage-Up? 5er, 2 Zehner und 5 Bomben. Ah, das ist doch schon ganz nett. Oh, kann ich jetzt wieder machen? Was habe ich denn für die Psyfler weggenommen? Schade. Okay, 2 Zehner und 3 Bomben noch. Oh, guck mal, stimmt, krass. Guck mal, Stopwatch. Kann ich auch noch machen. Ach, Stopwatch ist mir doch sogar noch lieber. Ne? So Damage-Ups kriegt man eh mal ein paar. Aber Stopwatch ist ja noch geiler. 3 Bomben, 2 Zehner. Ich brauche noch eine Bombe, Zehner, Münze, Blueheart. Blueheart und die 2 Zehner. Wo waren die? Hier? Blueheart und noch ein Zehner, ne? Halbe Blue zählt doch auch dazu, oder? Ja. Ah, dann mache ich mir das Tier-Sub hier noch. 5er Blue Heart, 2 Schlüssel, 4 Bomben. Drei Schlüssel liegen hier noch irgendwo rum. Da oben drin, da will ich ja nicht reingehen. Und dann reicht das eigentlich schon fast, ne? Da kann ich eigentlich schon durchrushen. So. Kleines Ding, noch irgendwie ein Damage-Up oder ein Tier-Up. Gibt es noch was Kleineres? Imp ist auch nicht schlecht. Ah, mit dem... Das ist schon wieder so ein Ding, ne? Mit dem... Ich kann mir jetzt das... Das ist ja schon wieder Game-Break eigentlich. Du craftest dir das Fell, ja, oder wieder... Oder diese Haut. Und die machst du im Secret-Room und dann kriegst du auf jeden Fall halt, Dingsharz, Boneharz, dann kannst du dir einen Arki craften. Naja.
Oh, ein Rottenheart. Wo ist denn Rottenheart? Da ganz da oben. Was mache ich noch? Mungo Baby mache ich noch. 4 Münzen. Wir müssen ein Herz. Jetzt brauche ich noch Schlüsselbombe Rottenheart. Alles da oben drin. That's it. Geh noch einsammeln und dann geht's weiter. Das reicht. Brauche ich nur noch ein bisschen Damage und dann bin ich zufrieden. Und dann machen wir noch Full Life, ne? Und dann ist es gut. Und dann machen wir nur noch den ganz kranken Scheiß, der kommt. Mach die Devil-Karte. Kann ich aber auch einsnacken, ne? Ja, würde ich ein HP ab oder... Wie ist es denn mit dem Dingenskirchen? Finde ich eigentlich ganz geil noch. Den könnte ich noch machen. Aber die Karte dann weg. Das ist mir aber egal. 2. 4 Bomben, 3 Münzen, Schlüssel. Hier Bomben. Oh, das ist schon, oder? Der ist doch, das ist auch Conjoint, oder? Robo Baby, zählt Robo Baby zu Conjoint, ja, ne? Gut. Gut, gut. So, jetzt sind wir nämlich Ebene 3, glaube ich, oder 4 und haben schon eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ach, so dämlich einfach nur. Eigentlich musste wirklich das Arki-Dings durchziehen, aber ich habe, wie gesagt, ich habe eine riesen Abneigung gegen diesen Char. Es ist dämlich, aber es ist halt so, ne? Oh.
Da gibt's Buddy Moves natürlich, ne? Da ist doch was rausgekommen. Amy noch craften. Von mir aus. Wo ist denn hier ein Rottenheart? Draußen? Habe ich schon ein Rottenheart gefunden? Okay, die zwei. Eternal Heart. Blackheart. Wo ist denn Blackheart? Nicht hier, ne? Ach, nein, das habe ich schon drin. Okay. Rottenheart ist auf dem Floor, aber nicht im Room. Was brauche ich von hier noch? Das Blue Heart. Jetzt fehlen nur noch zwei Bomben. So, und jetzt fehlt nur noch das Rottenheart. Okay. Bringt der was? Wie gesagt, nur noch die ganz krassen Sachen jetzt. Rest ist wurscht. Bin ich? Nekropolis 1, okay. Nein, ich hol mir keine Hemoklypsilypsinosa. Und ich hol mir auch keinen Dings und ich hol mir keinen Bums und ich hol mir die Nails aber noch. Denn die habe ich noch nicht. Und zwar brauche ich auf jeden Fall den hier. Dann brauche ich einen Zehner. Ein Zehner, ein Fünfer, vier Münzen und ein Herz. So ist das. Muss mich ja auch abheben vom Rest. Zehner, Fünfer. Was war's? Scheiße. Aber der Fünfer auf jeden Fall. Waren Zehner, vier Münzen, ein Fünfer und ein Herz. Hier, da haben wir es wieder. Ja, vier Münzen.
Oh, wo ist der Zehner? Hier war der, ne? Ja. Da haben wir es doch schon. Bubdi-bubs. Nice. So, jetzt reicht mir das Ganze. Jetzt machen wir nur noch ganz crazy shit. Ansonsten gehen wir einfach durch zu Beast. Obwohl, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, es ist besser, als ich gedacht habe. Es fühlt sich nur... Man hat halt einfach keine Kontrolle, ne? Das ist halt das Schlimme daran, finde ich. Da ist die Psyfly. 3 Zehner. 3 Bomben. Die will ich natürlich noch. 3 Zehner, 3 Bomben, 2 von den anderen Dinger da. Ist noch ein Zehner im Room? Wo denn? Scheiße, ich hätte den Fünfer gebraucht für die Psyfly. Hier ist ein Fünfer drin, oder? Nein, schade. Ach Mist. Ja, die Bohne ist gut. Ja, Dings wäre natürlich auch noch strong. Aber das machen wir noch schnell. Komm, nee. Wir gehen einfach durch und töten Beast, oder? Was soll das jetzt? Was soll das? Will nicht. Ich weigere mich. Das ist schon eine Stunde jetzt, ne? Knapp. Da ist doch noch ein Fünfer. Hier. Das ist das Letzte, was ich mir hole. Cricket's Head hole ich mir jetzt noch. So. Ich habe eine Bombe zu viel, 2 Bomben zu viel sogar. Da muss ich vielleicht hier noch rein für irgendwas? Ich gehe nochmal rein. Naja, hier habe ich alles mitgenommen. Okay, ich brauche erstmal noch eine normale Münze. So, ich brauche 2 blaue und die Battery. Und dafür 2 Bomben weniger. Wo war die Battery? Da. Wo ist noch ein Blue Heart? Ah ne, ich hab schon alle. Ich brauche nur noch die Battery gegen eine Bombe, ne? Aber ich brauchte nur eine Bombe. Was fehlt denn da noch? Die Münze, 5er, 10er. Und ein Schlüssel fehlt noch. Lull. Okay. So, und jetzt nur noch die Battery für die Bombe. Thank you.
Doch, weil das nochmal ein fettes Damage hat und jetzt ziehen wir einfach durch. Jetzt mache ich trotzdem die Ebene natürlich noch clear. Falls ein Arki kommen sollte, bin ich dann aber schon auf dem Weg zu Beast, dann ist es eh egal. Dann kann man sich überlegen, ob man nochmal zurückgeht, aber glaube dann eher nicht. Machen wir gleich, ne? Da ich kein AP mehr kriege und von denen auch nichts mehr brauche, ist es egal, was ich nehme, also nehme ich das Polaroid. Ach, ich geb's ja, ich hab das Polaroid, es ist wurscht. Na? Schlüssel muss ich aber mitnehmen. Kommen so viele Kistchen hier jetzt. Durch Guppy's Tail. Also bevor kein... ich glaube, für Arki braucht man immer ein Dingshard, einen Bonehard. Ha, guck mal, da ist nochmal Dings drin. Da ist nochmal Spoonbender drin. Man braucht, ist das richtig? Weiß das jemand? Man braucht für Arki braucht man immer ein Bonehard, oder? Spezifisch, okay. Okay. Hier habe ich doch schon probiert, oder? Gerade, ja. Schlüssel nehme ich noch mit und dann war's das.
man könnte jetzt komplett auf den A-Key grinden, aber... Ist ja nicht so. Er ist halt auch ein super Charm, das Ding zu füllen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich will noch mal ein bisschen Automaten für die kommenden Runs. Ja, damals war alles fest, ja, das weiß ich noch. Da konntest du schön auf der Seite nachgucken, ne? Aber wie man sieht, es ist ja so jetzt auch nicht wirklich schwer, ne? Es ist nur nervig, weil es ewig dauert. Leider nein. Schade. Da hätte was drin sein können gerade. Genau, für mich mitunter die strangesten Gegner zu bekämpfen. Ich finde die super, super schwierig. Die Klimpertypen. Okay, kein Aki. Was echt krass, wie viel es noch gibt. Warum bleibt alle Kombis da gibt, ne? Zack, plötzlich taucht noch Dr. Fetus auf. Guck mal, da gibt es immer noch Zeugs. Echt krass. 3000, knapp 3000 Dinger da. Ja, okay, hier gibt es gar nichts. Das heißt, wir sacken den die Blue Hearts ein und dann ist gut. Na? Bringen wir Blue Heart auf den Weg, ja.
Runen brauche ich nicht. Broken Ankh brauche ich auch nicht mehr. Super Secret fehlt noch, oder? Ja. Ich gucke jetzt aber nur hier oben. Hier wird das sein, hoffentlich. Eigentlich einsacken. Vielleicht kriegen wir dadurch was Geiles. Ne? Obwohl, jetzt kommt ja die letzte Ebene. Jetzt kommen hier die kurzen, kleinen Ebenen. Da passiert eh nichts mehr. Im Weg zu Beast. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How could you have spent our savings? Die fliegen an, wie geil. Liegen da jetzt noch die Sachen drin? Oh, das ist ja auch ganz geil eigentlich. Kann ich irgendwas Gescheites machen? Hui, ab nach oben. Joker-Karte. Alles klar. Forget-me-now-Pille. Ist ja auch geil. Piskes. Echt Piskes machen? Nee. Ich mach lieber das Glasauge und fertig, ne? Was brauche ich da? Hier Münzen, eine Bombe. Lustig, lustig. Mit drei Eternal Hearts. So ein Mini-Damage up. Gold Key, okay. Sinus-Effekt kann man es noch holen, aber es bringt halt alles nichts. Ist alles egal. Ich mach trotzdem mal die Ebene clear, vielleicht gibt es noch was Geileres. High Drop. Ah. Also den Gold Key sack ich mal ein. Der hat ja geile Synergie zum Craften. Ultra strong. So, Full Life ist mir wichtiger als noch irgendein blödes Item.
Ja, okay, das ist nur Müll. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this far. Hear the sound. Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Pray with us, Isaac. Okay. Das ist alles nice, aber nicht notwendig. Watchshot. Sexy, das Bild. Muss dir immer viel Gedanken machen, ne? Ja, yeah, die Six können wir uns machen. Ja. Stark. So. Haben wir irgendwas? Auch wieder Müll. Money equals power. Ah. Durch den Gold Key muss man ein bisschen aufpassen. Da werden halt auch erstmal die Gold Key, die guten Gold Key Items angezeigt, weil die ja eigentlich alle ganz gut sind. Ich bin mir jetzt so ein Blue Heart am liebsten. Schöne Items, nicht Not. Darf ich es nur nicht verkacken, ne? Ach, wir kriegen ja hier auch nochmal. Hey, okay. Live full life.
Okay. Schnell Beast töten. Hör nur auf mit deinem dreckigen Prim. Der geht mir am meisten auf den Sack. Okay, schon vorbei. Alles klar, easy. Lässt das an. Oh, geht der runter. Tschüss. Okay. Bin ein bisschen overpowered, kann das sein. Mir zu viel Gedanken gemacht. Oh, wenn ein Baby Frog sein Instant tot. Zu geil. Oh shit. Zu nah dran. Okay, man kann die Kugeln kaputt machen, das wusste ich gar nicht. Man kann diese Explodierkugeln kaputt, wenn man die früh genug kaputt macht, dann explodieren die gar nicht. Alles klar. So wenig Phasen habe ich bei ihm, glaube ich, noch nie gesehen. Fliegen? Hallo? Hallo? Warum gehen die Fliegen nicht drauf? Nicht, dass es schlimm wäre, aber... Das war leicht. GG. Den haben wir auch schon, seht ihr? So schnell geht's. Tainted Cage schon fast durch. GG, danke. Nicht dafür, aber danke. Ja, guck, haben wir fast durch. Ist noch ein Run, mit wo ich irgendwie Mama Mega bekomme. Ne? Und, ja, da bist du halt im Boss Rush und Hush. Ja. Mother ist dasselbe Spiel wie jetzt. Ob ich jetzt zu Mother gegangen wäre oder hierhin, ist im Endeffekt das gleiche. Und Creedia weiß ich gar nicht mit ihm. Ist das so schwer? Ne, ist eigentlich auch nicht schwer, ne? Ja. Na, ja, im besten Fall nur noch ein Run. Ja. Ich kann ja Delirium machen und nach Delirium mit dem Arki rausporten und dann noch Mother machen. Oder umgedreht. Na. Ja. Ja, das stimmt. Du kriegst ja immer unendlich Münzen eigentlich, ne? Ja, dann machen wir noch einen normalen, würde ich sagen, ne?